Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spyro Reignited Trilogy mit mir, TMW Astraf. Lasst uns weitermachen, indem wir aus der schattigen Oase jetzt herausgehen. Tschüssi! Und gucken uns das Outro an. Da hat man das Intro also mal schön erleichtert oder gekürzt. Ja, liebe Leute, ich würde euch gerne etwas erklären. Ich habe ja in einer meiner vorherigen Videos erklärt, dass ich mit YouTube gerne aufhören will. Ich bleibe auch dabei, aber ich denke mal, ich schulde euch noch ein vollständiges Let's Play von Spyro Reignited Trilogy. Gut gemacht, Spyro. Nun, da du alle 14 Talismane besitzt, kann dein Handbuch das Schloss öffnen und du kannst gegen Garp kämpfen. Bereit? Ja, na los doch. Du musst durch das Loch im Boden springen, um Ripto und Garp zu erreichen. Ich kann dir ein wenig helfen. Ich habe ein paar Pterodaktylen auf der Skelos-Einöde gezähmt. Sie werfen dir Objekte zu, die dir im Kampf gegen Garp helfen. Okay, danke, Elora. Ja. Was ich jetzt... Ja, also ich werde dieses Let's Play von Spyro Reignited Trilogy noch vollenden, also Riptus Rage und Year of the Dragon, und dann würde ich gern mit YouTube gerne aufhören. Und ich habe es auch ehrlich gesagt ein bisschen bereut, dass ich dieses Let's Play nicht abgeschlossen habe bis jetzt, und ich kann mir auch denken, da waren einige von euch sehr wütend. Naja, ich glaube, ich muss mich nicht nochmal wiederholen, dass YouTube mittlerweile mehr ein RTL-Niveau ist, anstatt ein authentisches, wirklich, lassen wir das. Ich würde dich gerne kostenlos auf diese Rennstrecke lassen, Spyro. Sehr gerne sogar. Leider verlangen die Regeln der Rennstrecke die Erhebung einer kleinen Gebühr. Okay, 100 Edelsteine zahlen, das ist ja ein Schnäppchen. Eine weise Entscheidung. Ein schneller Drache wie du hat das Geld sicher im Nu wieder drin. Okay, also Eisstrecke. Das ist das Level, was wir noch machen müssen. Ja, die herzliche Heimat ist die einzige Heimatwelt, die zwei Strecken hat. Also die Metro-Rennstrecke und die Eisstrecke. Genau das. Ja. Gut, hoffentlich kriege ich wieder den Fähigkeitspunkt. Wow! Jo, das war doch gut. Bogen, hopp und hopp und jo! Das war doch gnadenlos gut. Das war jetzt noch gnadenlos knapp. Da, Eisläufer. Seeungeheuer, Eisläufer, Eiskunstläufer. Nebenbei, es ist eine schöne Kunst. Lobenswert. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so mit erschrocken habe. Es nimmt mich immer noch mit. Und Fähigkeitspunkt. Yippie, yo, hey. 1A. Neuer Versuch? Ja, denn wir haben noch eine zweite Aufgabe hier zu erledigen. Wird geladen. Ja, das ist auch jetzt das erste Mal, dass ich jetzt von meiner neuen Wohnung aus filme. Und ja, das ist ja eigentlich gut gemacht. Ach, da ist er drin. Der Jäger. Gut gemacht, Spyro. Sieht aus, als wärst du für eine größere Herausforderung bereit. Wie wär's mit Paragliden? Du hast doch keine Höhenangst, oder? Nö. Vor ein paar Tagen erst habe ich das gesehen bei einem guten Bekannten von mir. Das machen wir. Klasse. Ich zieh dich hinter meinem Schneemobil her und du steuerst durch die Ringe. Verpass keinen, sonst müssen wir von vorne anfangen. Gut. Flieg durch die Ringe. Und kein Verpassen. Bam, bam. Jo. Klappt doch gut. Es sind 50 Ringe.
Wow, 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 ja. Das war jetzt ein bisschen knifflig. Ja, immer so. Ja, wenn man immer so durch so einen mittleren Ring fliegen muss. Ich hab gehört, du wärst im Fliegen richtig gut. Tja, noch ein Versuch. Ja. Klasse. Ich zieh dich hinter meinem Schneemobil her und. Mhm. Ich hab's verstanden, Jäger. Diesmal krieg ich's hin. Wow. Das war jetzt auch wieder fast verfehlt. Ring, 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 ring. Ich glaube, ihr wisst wo. Wie? Oh, was? Das hab ich bei der PS1-Version aber irgendwie ein bisschen einfacher in Erinnerung, diese eine Stelle. Komm. Jetzt aber. Also man muss wirklich ganz, ganz schnell die Richtung ändern, wenn man den Ring halt durchflogen hat. Ja, es müsste so gehen, ja. So, hier doch irgendwo ist es, ne? Jupp. Ja. Perfekt. Weiter so, Spyro. Du bist ja noch besser als ich. Danke, Kumpel. Danke für die Kugel. So. Dann müssten wir jetzt das Level verlassen. 100% des Levels abgeschlossen. Und beenden. Beenden. Danke. Oh Leute, irgendwie freue ich mich doch sehr, dass ich nochmal hier für euch Let's Player. Es macht mich glücklich, wirklich. Aber ich will einfach diese Videoplattform einfach nicht mehr füttern. YouTube. Ja. Ich werde mal gucken, was sich da machen lässt. Hab ja meine Alternative angeboten, DTube. Aber mal sehen. Okay. So. Dann holen wir noch ein paar kleine Fitzelchen in der herbstlichen Heimat selbst. Und oh Leute, ich kann einfach ohne diese Welt von Spyro nicht leben. Wisst ihr das? Ich muss es einfach mal so ernsthaft sagen. Es ist so schön. Ich kann ohne sie nicht aufatmen. Naja, ich meine, es gibt ja auch ähnliche Orte in der Realität wie in Spyro, ne? Aber wie ich glaube, gestern war ich an so einem schönen Ort. Also ich müsste diese Orte auf jeden Fall öfters besuchen, sonst wird, ja, sonst werde ich kurzatmig. Okay, wir sind hier jetzt am höchsten Punkt von der herzlichen Heimat, beziehungsweise der Burg. Und jetzt lasst mal sehen. Lass ich noch mal kurz gucken. Wow, 25% haben wir erst von der herzlichen Heimat? Die Kugeln machen ja auch ganz schön viel aus. Und ja, okay. Guckt euch das an. Ist das der Hammer? Also für mich schon. Hopp! Und dann fliegen wir jetzt dorthin. Naja, gleiten. Irgendwann wird Spyro fliegen können. Yo, danke schön. Wie viel Prozent? Jetzt, warte mal. Wie viel Prozent haben wir jetzt? 58%. Donnerwetter. Man bekommt da ganz schön viel für eine Kugel. Sehr viel Prozent. Gut. Dann müsste es auch hier jetzt gleich erledigt sein. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten hier auch noch zwei goldene sein. Zwei goldene Edelsteine, aber ich glaube, ich habe zwei oder drei übersehen.
Ja, weil wir haben jetzt noch nicht 100% der Edelsteine. Da unten zeigt Sparks mir an. Ach, Tatsache. Und hä?